Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. Ich weiß jetzt, was es war. Kontextuelle Erinnerung war ausgestellt, weil, keine Ahnung, vielleicht war ich irgendwann genervt und habe sie bei mir ausgestellt. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier Der erwischt. Fuchs. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Ich hoffe es auch. Ich habe es jetzt erstmal eingestellt. Wenn ich irgendwann zu genervt bin, kann ich sie wieder abstellen. Aber ich hätte mir viel Kummer erspart, wenn sie mir einfach angezeigt hätten, wie man einen Stein wirft. Woher soll ich das nach einem Dreivierteljahr denn noch wissen? Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Ein Gräber, Maschinenteile. Leiche durchsuchen. Ein Trank. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Du hast gerade einen kleinen Gesundheitstrank erhalten. Das Trinken von Gesundheitstränken erfordert Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her und können sie über deine maximale Gesundheit ansteigern lassen. Na dann. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. So, ein paar Sachen für später. Wal rennt einfach rein. Pass auf, dass du Hab nicht hochgehst. Und mehr Sachen bekommen. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Könnte. Das ist nützlich. Rohstoffbeutel, immer nützlich. Das hat sich im Gegensatz zu Teil 1, glaube ich, nicht geändert. Aber warum will ich denn hier eine bauen? Das sind Maschinen. Was bist du denn? Ein Wühler. Wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir Fallen herstellen. Dann könnten wir dran vorbei. So, Sprengfalle fertig. Ja. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Wahl ist okay. Wo ist denn jetzt der andere? Den hier. Das ist doch viel wichtiger. Einen stillen Schlag versuche ich gar nicht erst. Ich denke nicht, dass ich das in einem One-Hit erledigt bekomme. Nein. Ach, sogar nur zwei sind erlaubt. Ja, dann ist okay. Aber wir warten jetzt einfach mal gemächlich und schauen, wie viel Schaden das im Endeffekt macht jetzt schon. Wo bleibt er denn? Jetzt lässt er sich extra Zeit. Okay. Warum klingt der wie ein Hund? Nee, jetzt im Ernst, er bleibt da hängen.
Er macht nichts. Okay, er macht doch. Alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Ja, Steine aufheben. Steine sind hier relativ wichtig. Aloy kann nämlich nicht mehr pfeifen. Dafür aber Steine werfen. Viele Ruinen der alten Welt. Alles so? Sie haben alle ihre Geheimnisse. Aber jeder Ort ist anders. Schau mal, was das hier zu bieten hat. Holz nehme ich immer gern. Ich konnte beide Fallen sehr effektiv benutzen. Muss doch da oben, ne? Ja. Und da komme ich wie hin? Aloy, sprich mit mir. Aua. Nee, von da bin ich gekommen, ich trottel ich. Ich dachte mir gerade noch so, das kommt mir aber sehr bekannt vor, dafür, dass ich noch nicht hier war. Tja. Aber wo soll ich denn da hin? Ja, ich muss da hoch, schon klar. Ich sehe da ja auch die Leiter für Wahl. Also, wenn hier die Leiter für Wahl ist, kann ich dann hier hochklettern. Okay. Das lief gut. Ach, Wahl kann das auch. Na, von mir aus. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme, die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Wir müssen wohl hochklettern. Schaffen wir. Erstmal nehme ich vor allen Dingen diese Truhe. Ich kann da hoch und... Ach, zwei Wege für einen Schein zu ziehen. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Oh! Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung.
Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobek selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Tja. Zenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Oh, er checkt das ja noch gar nicht. Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Hat er das? Der arme, verwirrte Mann. Wir müssen die Osseram zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Aber uns vielleicht. Wir haben auch noch ein bisschen was an Zeit. Armer Val. Ich bin schon da. Ich glaube, die ist... Eine Waffe. Danke, Val. Danke. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Aber ich finde, er begreift recht zügig. Okay. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwenden sie bei Gegnern, um sie in den frostbrüchigen Zustand zu versetzen. Gegner im brüchigen Zustand sind anfällig für Sloop-Stoßschäden. Okay. Okay. Schauen wir mal. Wenn sie mir das geben. Hier unten. Dann Aloy, mach doch. Aloy? Aua. Ja gut, von mir aus, wenn du dich halt so fallen lassen möchtest und das Wahre für dich ist. Bringt es was? Nein, es bringt gar nichts. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Oh, sieht's nicht fantastisch aus? Ja, das muss die Maschine sein. Also nicht die Schlange da, aber... In welche Richtung unterwegs wie wir? Die Gegend. Wir sind ja diesmal in Richtung San Francisco und Co. unterwegs, nicht mehr Colorado. Es wird fantastisch aussehen, Alter. Die neue Waffe ausprobieren. Aha. Ja, und jetzt?
Sie ist brüchig. Ich kann dir mehr Schaden zufügen. Hab dich! Die Maschine hielt der Kälte nicht stand. Nein. Noch mehr Osser am Stück. Kann ich die, ups, Säure. Hühler. Die große Maschine guckt wohl an, als sie fliehen. Ein Rohstoffbehälter, nur für mich. Heilung. Ich bin voll in die Säure gelatscht. Weil ich es ja nicht besser weiß. So, wo muss ich denn hin? Ey, Val, sag mal. Also, dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehört er auch zu Casino? Tja. Nein. Er war Schiener. Ted Farrow hatte ein paar Wahnvorstellungen, die echt nicht heilig waren. Wir haben ja im letzten Teil rausgefunden gehabt, dass der gestörte Mann alle, die mit Zero Dawn zu tun hatte, umgebracht hat. Sich selbst natürlich nicht. Und das für Gerechtigkeit gehalten hat. Damit die Welt nicht weiter Schaden nimmt, weil er ist ja auch kaum dafür verantwortlich gewesen, was mit der Welt passiert ist. Konnte keiner ahnen, dass wenn man mit sowas spielt, das schief gehen kann. War unvorhersehbar. Nee, nimm doch. Aloy, nimm doch. Tops. Hops. Mehr Osseran. Maschinen haben sie zerfetzt. Val ist in seiner kleinen Welt. Ist okay, Val, darfst du. Jeder sollte seine Welt haben. Ja, ist wohl wahr. Können Sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Ach, das ist nur eine. Na gut. Listiges Biest. Ja, listiges Biest. Ui, einfach alles immer sammeln. Er kommt hier hin? Warum kommt er hier hin? Was ist denn seine Route? Kleiner Dude, was genau ist deine Route? Ich will mal... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, 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 ich hab nichts zum Verstecken. Nein, alles gut. Alles gut. Alles gut. Bin schon weg. Er kommt bestimmt jetzt hier hin, oder? Hat er keinen Bock, hier hinzukommen? Doch, 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 doch. Er sagt, er sieht nicht an, dass sein Bro gestorben ist. Das ist eine Frechheit. Und deswegen kommt er mal eine Runde gucken. Vielleicht kann ich. Was hat er denn jetzt gemacht? Kleiner, was hast du denn jetzt gemacht? Das sah ja süß aus. Die sehen den Tieren jetzt einfach nochmal viel ähnlicher und das macht mich ein bisschen fertig, gebe ich zu. Kleine Erdmännchen hier. Irgendwie erinnern die mich immer an Zuckermaus, an die kleine Peppa. Voll süß. Dreh dich um. Er will sich nicht umdrehen. Oh, guck mal, wie er sich schüttelt. Wegen dem Wasser. Wir haben Zuckermaus gebadet. Das war eine halbe Katastrophe. Oder eher gesagt, eine ganze Katastrophe. Mittelschwerer Weltuntergang für Pepper. Da hinten ist eine Leiche. Was ist denn jetzt aufmerksam geworden, das Ding hier?
Oh. Das lief gut. Gib den Rohstoffbehälter. Ich muss mal gucken, ob ich fürs Let's Play ein bisschen daran arbeite, dass ich nicht aus Versehen Teile kaputt machen kann. Weil man kann jetzt relativ fix Maschinen kaputt machen, sodass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr bekommt. Und da ich halt in einem Let's Play bin und ziemlich unkonzentriert manchmal, das wisst ihr, Konzentrationsspiegel ist auch nur selten vorhanden. Muss ich mal schauen, ob ich mir das antue. Aber das werden wir sehen. Also jetzt im Moment ist noch gechillt. Okay. Dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Mitten im Irgendwo, Nirgendwo. Vielen Dank, dass ihr auch diese Folge wieder mit dabei wart. Auch wenn wir kleine süße Maschinen kaputt gemacht haben. Oh, weiß ich was. So. Nächstes Mal schauen wir mal, ob wir bis zur Schlange vordringen. Und da lasst mir gerne einen Kommi. Wie findet ihr eigentlich die Entwicklung von den kleinen Wächtern zu kleinen Erdmännchen hin? Ich vermisse die alten Wächter. Die waren so ihre ganz eigenen Maschinen einfach. Find's aber auch süß, dass sie jetzt so niedlich irgendwie sind. Also, habt einen schönen Tag und haut rein.